unsere Produkte, unsere Nachhaltigkeitsprodukte bei der LGT aus dem Aktienbereich, aus dem Anleihenbereich und aus dem Mischfondsbereich richten sich hauptsächlich an institutionelle Kundschaft, aber auch an vermögende Privatkundschaft, die das Thema Nachhaltigkeit jetzt für sich entdeckt. Wir haben den LGT Sustainable Impact Global Equity Fund, der Leute adressiert, die etwas höheres Risiko mögen, weil es eben ein Aktienfonds ist. Dann haben wir aber auch für risikoaverse Leute, gerade in der jetzigen Phase, wo die Märkte wieder unsicherer werden, den LGT Sustainable Impact Global Bond Fund. Jetzt gibt es schon viele nachhaltige Fonds am Markt. Wodurch unterscheiden sich Ihre von den Wettbewerbern? Gerade im Vergleich zu den Wettbewerbern legen wir keinen Schwerpunkt auf die ethische Komponente. Wir versuchen, die ökonomische Relevanz der Nachhaltigkeit zu greifen. Wir konzentrieren uns auf die drei Kernbereiche Ökologie, Soziales und Corporate Governance und versuchen dort Unternehmen zu identifizieren, die sich Wachstumschancen erarbeiten und dadurch vom Thema Nachhaltigkeit profitieren. Die Unternehmen, die Sie aussuchen, können Sie mal sagen, wie viele sind das und nach welchen Kriterien schauen Sie, was diese Unternehmen für Geschäftsmodelle haben und wodurch sie sich von anderen unterscheiden? Wir haben hier die Chance, mit Asset4, einem großen Datenanbieter, zusammenzuarbeiten, der uns viele Daten liefert. Wir haben insgesamt 3000 Unternehmen, die in einem ersten Schritt mit Negativkriterien gefiltert werden. Wir schließen schon Unternehmen aus, die in Glücksspiel, in Tabak, in Pornografie, die mit Kinderarbeit zu tun haben oder mit der Waffenherstellung. Wir wenden hier eine 5%-Grenze an. Auch Unternehmensteile, die konsolidiert werden, führen dort auch zu einem Ausschluss. Dann haben wir ein verdichtetes Universum von 2500 Unternehmen, was wir mittels ökologisch, sozialen und Corporate Governance-Kriterien weiterfiltern auf ungefähr 1900 Unternehmen. Und schauen uns dann von Sektor zu Sektor, das ist eben sehr wichtig, verschiedene Key Performance Indicators an. Das heißt, im Automobilsektor spielt CO2 eine viel größere Rolle als im Gesundheitssektor. Im Gesundheitssektor spielen zum Beispiel Ausgaben in Forschung und Entwicklung eine viel größere Rolle, weil es dort um neue Medikamente geht, die auf den Markt gebracht werden sollen. In der Finanzindustrie sind die sozialen Komponenten höher gewichtet, weil es dort eben auf die Köpfe der Mitarbeiter ankommt, intelligente Produkte zu kreieren. Und so kommen wir dann eben Sektor pro Sektor auf ein verdichtetes Anlageuniversum und letzten Endes für die Titelauswahl bleiben noch 200 bis 300 Unternehmen übrig, die eben auch finanziell einen Wertschöpfungsbeitrag leisten sollen. Das heißt, neben der klassischen Finanzanalyse spielt Nachhaltigkeit hier eine ergänzende Analyse. Jetzt haben wir was zu den Fonds gehört. Können Sie auch noch kurz sagen, wer steht hinter den Fonds als Gesellschaft? Hinter den Fonds steht die LGT Capital Management. Hier ist zu nennen, dass die fürstliche Familie, die der LGT Capital Management gehört, eben 100 Millionen Schweizer Franken selbst in die Hand genommen hat und in diese Produkte investiert. Und mittlerweile ist das Produktvolumen ums Doppelte angewachsen. Die Fonds sind noch sehr jung, bisher erst knapp ein Jahr, und bewähren sich so langsam an den Finanzmärkten. Und wir erreichen die ersten institutionellen Investoren, zwei aus Österreich hier konkret, aus dem kirchlichen Bereich, und stellen verstärktes Interesse auch der Privatkundschaft fest. Herr Kölsch, herzlichen Dank. Gerne.